Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Drive Club. Ja, die letzte Folge, ja, eine halbe Woche her, würde ich jetzt sagen, oder vielleicht sogar eine ganze Woche sogar schon. Ja, tut mir ein bisschen leid, es sind natürlich aktuell ein paar mehr Projekte am Start und dann kann ich nicht jedes Spiel so zeigen, wie es ihm gebührt. Man muss auch dazu sagen, ich habe ja auch noch Privatleben, ne? Ist ja nicht nur so, dass ich hier am Aufnehmen und am Zocken bin. Ich mache das ja nicht hauptberuflich, deswegen müsst ihr mir da verzeihen, dass ich nicht ganz so viel Output raushauen kann. Aber das Projekt ist natürlich nicht in Vergessenheit geraten, sondern ist immer noch dran oder bin ich immer noch dran, selbstverständlich. Und ja, wenn es dann kommt es aber richtig, oder so habe ich mir das einfach mal gedacht. So, bevor wir aber hier mal im Spiel weitermachen, muss ich mal was ganz anderes anschneiden. Und zwar in einer der Multiplayer-Folgen hat ja der Let's Play Noob und meiner einer angekündigt, dass wir hier in PlayStation, beziehungsweise das angekündigt, wir haben es sogar gezeigt, im PlayStation Teil hier, wie auch immer, wo ist denn das, unter Freunde, so eine Community erstellt haben. Für mich war das ja komplett neu, diese Community-Sache, dass es sowas gibt bei PlayStation. Das finde ich richtig geil, muss ich sagen. Ich finde es Hammer. Und ja, die Pixel Noobs haben wir das Ganze genannt, also eine Mischung aus Pixelhelden und Let's Play Noob, ne, Pixel Noobs, wie auch immer. 120 Mitglieder haben wir da schon mittlerweile drin. Und was ich richtig cool finde, da gibt es ja so wie so eine Art eine Pinnwand, ja, Community-Pinnwand. Und da muss ich mal sagen, da wird hier richtig übel gepostet. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach unten. Komm, runter, runter, runter. Und da ging es ja mal richtig ab. Konnte ich jetzt nicht weiter? Hallo? Er lädt, glaub noch, oder? Jetzt, ja genau, er lädt noch. Und zwar, da wurde richtig viel gepostet. Also ganz viele haben da gesagt, hallo, wie geht's, tralala. Sehr cool. Also auch hallo zurück an euch alle. Ja, also ich habe mir das gerade vorher noch vor der Aufnahme durchgelesen. Sehr viel coole Bilder wurde da gepostet. Kann man das auch, genau, kann man Bild anzeigen hier. Also, okay, es dauert ein bisschen, bis es angezeigt wird, aber okay, schwarzer Bildschirm. Wird gar nichts angezeigt. Okay, ah, doch, jetzt. Ja, also hier zum Beispiel hat jemand ein Bild gemacht und da werden ganz viele coole Bilder gemacht, so in der kleinen, im kleinen Bild sieht man es jetzt schon mal, also da richtig cool. So, und der Sturmsteg, heißt das, oder? Ja, Sturmsteg 1408 hat gewünscht, ey, at LPN und Ray, mit 3i, ja, ganz interessant, ich habe 3i, können wir mal einen Bilder-Contest, hier als Hinweis-Contest, also ich will jetzt kein Rechtschreib-Nazi sein, aber Contest mit C eigentlich dann, oder? Also, oder schreibt man das in Deutsch dann mit K? Contest? Aber Contest ist eigentlich Englisch, oder? Na egal. Bla, wer das beste Bild hat, bla bla bla, ob wir sowas machen sollen. Da werde ich tatsächlich mal mit dem Lukas reden, ob wir sowas machen sollen. So ein Bilder-Contest oder sowas, vielleicht dann mit irgendeinem Preis oder sowas, dass Lukas und ich irgendwie ein bisschen Geld zusammenlegen und dann irgendwie ein Gewinnspiel machen, irgendeinen Preis oder irgendwas oder keine Ahnung. Können wir ja mal noch überlegen, könnt ihr eure Vorschläge machen, was man da vielleicht als Preis machen soll oder wie man das machen soll. Auf jeden Fall eine coole Idee, können wir auf jeden Fall machen, weil der Fotomodus bietet sich ja auf jeden Fall an, hier in dem Spiel was umzusetzen. Auch hier cooles Bild, also sehr coole Bilder, hallo, hallo, bla bla bla. Dann hier noch ein vom Playfreak04, ein Tipp an mich und an den Let's Play Noob, und zwar, wir sollen das Kamera wackeln. Abstellen, dann ist die Weitsicht besser oder Weitsichtigkeit besser. Ja, vielen Dank, das werde ich auch gleich tun. Also hier, Menge Tipps, Menge geiler Bilder. Das ist sehr, sehr coole hier, wie es hier abgeht. Also zum Teil ja auch Need for Speed Bilder, aber ist ja nicht schlimm. Wir sind ja eine Community, muss ja nicht nur um Drive Club gehen, darf gerne auch um anderen Sachen gehen. Hier 100 Mitglieder, läuft. Lukas, Ray, wie wäre es mal mit einem Mega-Community-Rennen? Ich glaube, es gehen nur aktuell 12 Spieler maximal in eine Lobby. Aber ja, wir würden gerne mal sowas machen. Da müssen wir aber mal gucken, wie wir das umsetzen. Da auch gerne Ideen und Vorschläge, wie wir das dann am besten umsetzen, in die Kommentare. Hätte ich gar nichts dagegen. Also hier geht richtig was ab. Ich wollte es euch einfach auch nur mal zeigen. Vielleicht der ein oder andere ist dem Club oder dieser Community noch nicht beigetreten und möchte es mal gerne tun. Auf jeden Fall geht es gut ab. Ich würde sagen, auch sehr freundlich alles. Finde ich super cool, Leute. Also da Hut ab. Finde ich richtig cool, dass ihr da so abgeht. Ich würde sagen, da schreiben wir auch einfach mal jetzt was dazu. So, schreiben wir was an die Pinnwand. Echt stark. Stark. Was hier? Ja, ich fühle mich immer so wie so ein Opa, wenn ich so langsam schreibe.
Oder auch so auf Drogen. Guck mal, da oben gibt's nichts, was so ähnlich ist, was hier abgeht. So, Fetten. Da, Fetten gibt's, Fetten. Da. Däumchen. Fetten Däumling. Fetten Daumen. Na, da ist schon nach oben. Ausrufezeichen. Wo ist ein Ausrufezeichen? Warte, ich muss hier so und dann so, genau, okay. Ja, ich bin auf der PlayStation nach wie vor noch nicht so krass viel unterwegs im Vergleich zur Xbox, aber das wird alles noch kommen, spätestens wenn, schätze ich mal, Gran Turismo da noch kommt. So, Liebe, Grüße und dann Ray. So, dass die Leute auch Bescheid wissen, hey, ich habe euch gesehen, falls sie die Folge nicht sehen, kann ja sein, dass nicht jeder die Folge guckt bei mir, dann wissen sie mindestens, dass ich jetzt das mal gelesen habe. So, fertig. So, jetzt wird es gepostet. Ah, ne, ich muss mich ja posten lassen. So, bla bla bla. Cool, alles klar. Wunderbar, dann gehen wir mal raus und zurück. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder ins Spiel. Da sind wir nämlich stehen geblieben. Und ja, unsere Clubstufe mittlerweile schon auf Stufe 16, da der Let's Play Noob ja auch fleißig am Spielen ist. Ich habe es ja, wie gesagt, ein bisschen schleifen lassen. Cool finde ich auch die Flöckchen, die hier runtergehen. Hier, so Weihnachtsstimmung. Ja, wenn schon bei uns nicht schneit, dann mindestens den Drive Club im Hauptmenü. Ja, wir machen einfach weiter in der Tour. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Hier, die AMG-Ding können wir eigentlich auch mal machen. Ne? Da gibt es ja extra so dieses AMG-Challenge-Teil, was hier es ja gibt. Sollte man das mal machen? Komm, wir starten das einfach mal. Mal gucken, was wir hier machen können. Es ist zwar hier so ein Korbteil, aber wir haben das ja gekauft, oder? Ah, ne, ich glaube, ich muss das erst abholen. Moment. Ja, heute ein bisschen eine verplante Folge oder so ein bisschen eine groovige Folge, ja. Mal ein bisschen gucken, was geht. Ich glaube, wir können hier nämlich neue Sachen laden. Genau. Ich glaube, die Bikes und so können wir nicht, weil die kosten jetzt, glaube ich, Geld. Ich glaube, das Bike ist wahrscheinlich umsonst, aber da ich das Bike-DLC an sich nicht habe, kann ich es, glaube ich, nicht kaufen, oder? Schätze ich mal. Ja, genau, kostet Geld. Aber den Mercedes AMG GT3 finde ich sehr cool, dass es den gibt. Der kostet aber, warum kostet der Geld? Ich dachte, die sind umsonst. Okay. Dachte, der AMG-Ding war umsonst. Okay, ist es nicht. Achso, nee, halt, die kann man freispielen, wenn man die Tour abschließt oder man kauft sie sich. Okay, aber die Tour ist umsonst, ne? Jetzt aber, pass mal auf. Tam, tam, tam. Genau, die Tour ist umsonst. Und wenn ich die Tour schaffe, kriege ich die beiden Fahrzeuge umsonst. Oder ich kaufe sie mir. Das gleiche gilt auch für den LaFerrari. Den können wir uns nämlich auch quasi freischalten. Lackierung gibt es das Ganze auch. So, und zwar Drive Club EBR Lackierungspack heißt es wohl. Das können wir uns jetzt auch. Das kostet aber Geld. Okay, das machen wir dann aber nicht. So, alles klar. So, Ruhm. Nee, das machen wir nicht. Alles klar, gut, dann haben wir uns das jetzt geladen und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal die AMG-Tour. Einfach mal, können wir immer mal zwischendrin mal ein bisschen fahren, oder? Und dann mache ich das einfach mal. Würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar Goosebumps Never Lie, also Gänsehaut lügt nie. Dann gucken wir mal, ob wir da wirklich Gänsehaut kriegen hier bei dieser Challenge. Bin ich mal gespannt. Wir fahren auf jeden Fall mit dem Mercedes AMG S65 Coupé, also dieses Fahrzeug, was wir ja freischalten möchten. Und ja, V12 B-Turbo, das klingt schon sehr böse. Und Farbe, da nehmen wir mal was. Ich will was Sportliches haben. Ja, sportlich ist gut. Viel Sportlichkeit gibt es da nicht. So, und dann nehmen wir halt so ein Anthrazit. So, zack. Nehmen wir einfach mal, steigen wir ein in die Kiste. Und dann gucken wir mal, was hier. Achso, jetzt habe ich doch vergessen, das Kamerawackeln auszuschalten. Gut, schalten wir gleich aus. Danach. Tut mir leid. Jetzt habe ich es voll lauter. Vor lauter Labern total vergessen. So, da sind wir auf der Strecke hier in diesem Wüsten, was auch immer, Gebiet, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich glaube, das ist ein Zeitteil, also wir müssen wieder eine Zeit schlagen. Dann gucken wir mal, wie wir hier mit der S-Klasse so zurechtkommen. Boah, ich muss erstmal wieder ins Spiel kommen, so viel ist sicher. So, ja, eine 1-0-8 müssen wir schlagen.
So, im Schatten dieser Berge sind wir ja, deswegen ist hier so dunkel, weil es hier in dieses Tal, in dem wir uns befinden, extrem schattig ist. So, wir sind knapp hinter dieser Zeit. Aber wir haben ja ein paar Runden. Erstmal eingrooven auf das Fahrzeug. Und auch die Strecke. Aber ich glaube, wir schaffen es sogar auf Anhieb, die Zeit zu schlagen, so wie es aussieht. Wunderbar. Ja, gut, wunderbar. Da brauchen wir gar nicht weiterfahren. Haben wir schon geschafft. Optionen. Oder wie sagen, ja, abschließen. Haben wir schon geschafft hier mit dem AMG. Ja, der Sound, also da muss ich echt sagen, Sound finde ich, die AMG ist nicht so gut getroffen. Die könnten ein bisschen krasser klingen und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich weiß zwar jetzt nicht, wie die neue S-Klasse klingt, aber ich glaube im V12 Biturbo von AMG klingt, glaube ich, doch ein bisschen böser. Ein bisschen schade, muss ich sagen, dass das nicht so geil rüberkommt. Aber gut. So, Wiederholung speichern wir natürlich ab. Und ja, aber man kann nicht alles haben. Sonst, manche Sounds sind richtig gut umgesetzt. Grafik müssen wir nicht drüber reden. Aktuell das Beste, was es so gibt im Rennspielebereich. Aber ja, meckern auf hohem Niveau möchten wir jetzt nicht weiter. So, jetzt stelle ich das mit dem Kamerawackeln aus. Ja, das wollen wir ausstellen. Da wird sich auch das Renderprogramm freuen, wenn es nicht die ganze Zeit so rumwackelt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das Ganze? Ich denke unter Gameplay vielleicht. Kamera wackeln, genau. Da jetzt mache ich einfach mal auf 0. Ups, ja, genau. Aus. Wir machen es einfach mal aus. Also er hat gemeint, ich soll es komplett ausmachen. Da gucken wir mal, wie es sich so anfühlt. Ja, ob das anders ist oder nicht. Ich würde sagen, machen wir nochmal so eine AMG-Veranstaltung. Die Autos werden uns ja eh gestellt. So, was haben wir denn hier? Stoßdämpfer nennt sich das Ganze. Okay. Ich glaube, hier fahren wir den Electric SLS, kann das sein. Zumindest vom Bild ist es so. Genau, den SLS AMG Coupé Electric Drive. Den habe ich tatsächlich auch schon in echt gesehen. Jetzt kommen bestimmt ganz viele, wo habt ihr denn in echt gesehen? Das glaube ich denn nicht. Und ja, so viel dazu. Ja, doch, im Europapark Rust, ja. Beim größten Freizeitpark Deutschlands. Das auch nochmal erwähnt, falls jemand den Europapark nicht kennt. Da gibt es ja die Mercedes-Benz-Halle, offiziell gesponsert von Mercedes-Benz. Da stand tatsächlich mal der Mercedes-Benz SLS AMG Black Series und eben auch dieser Electric Drive. Da konnte man die bestaunen und da habe ich den tatsächlich dann auch schon mal gesehen. Und ja, gucken wir mal, wie wir hier mit dem Elektro-SLS so vorangehen. Wie sie da den Sound umgesetzt haben vor allem. Ja, mal gucken, ob er der hört. Nee, natürlich, der hat gar keinen Sound. Ist ein reines Elektrofahrzeug. Und ja, hier müssen wir driften. Mit einem Elektrofahrzeug. Warum nicht? Drehmoment ist immer da, also sollte eigentlich Driften funktionieren. Würde ich mal behaupten. Gucken wir einfach mal hier in den schönen Wäldern von, ich weiß nicht, ich glaube Indien ist das hier. So, schalten müssen wir nicht. So viel ist schon mal klar. Gibt es keine Gänge. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Auto hier... Okay, das war ein bisschen gegen die Wand gesetzt. Aber ich habe es hingekriegt. Irgendwie ein bisschen Punkte zu sammeln. Okay, ich krieg's gerade nicht so hin. Upsala. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Ergebnis war. Okay, das hat nicht gereicht. Dann probieren wir es gleich nochmal. Das war, sogar wir haben nicht mal das zweite Ziel geschafft. Das war also richtig schlecht. Ja, müssen wir nochmal machen. Hier, neu starten. Neu starten. Machen wir nochmal. So, Kamerawackeln ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber es sieht auf jeden Fall ruhiger aus, ja. Also klar, es wackelt nicht mehr so, ist nicht mehr so actionreich. Aber ja, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch besser findet ohne das Kamerawackeln. Ich meine, es war ein guter Tipp und ich meine, das war bestimmt vom Spieler, der das Ganze schon länger spielt. Der wird ja, ups, wissen, was er da sagt. Und hier habe ich wieder den Drift mal so richtig verkackt. So, was war das jetzt für ein Ergebnis? Okay, wir haben immer mal das zweite Ziel geschafft, aber das erste Ziel immer noch nicht. So, dritter Versuch und letzter Versuch, würde ich sagen. Ein Versuch gebe ich mir jetzt noch. Ist gar nicht so einfach, muss ich sagen.
Muss halt die Drifts richtig ziehen, dann klappt, dann geht's ganz gut. Ja, genau hier verkacke ich es halt einfach schon. Dass ich hier mich zu weit eindrehe. Ja, das ist. Weißt du was? Komm, scheiß drauf, hier nochmal Neustart. Ja, es ist noch nicht so einfach. Man muss halt da echt. Ein bisschen zu schnell da einfach. Würde ich behaupten. So, und jetzt hier da unten, das wird jetzt auch interessant nochmal sein. Ah, da schlagen wir wieder ein. Schade, ich glaube, das reicht wieder nicht, oder? Nö. Okay, ich lasse es mal so, dann schaffe ich es jetzt aktuell leider nicht, das hinzukriegen. So, wir schalten frei den Lotus Exige S. Alles klar. Und den Hennesse werden gechillt. Da sage ich auch nicht nein, ja. Zwei weitere Fahrzeuge. Sehr schön. So, speichern wir einfach mal ab. Ja, keine Ahnung. Muss ich wahrscheinlich mal vielleicht auch offscreen machen, das Ganze. Ich glaube nämlich, wir müssen alle Sterne sammeln, wenn wir die AMGs freischalten möchten. Wie auch immer. Ja, dann machen wir das nächste und das ist Schwersteinsatz. Da fahren wir 2 Tonnen plus Performance-Klasse. Da fahren wir, glaube ich, die E-Klasse, schätze ich mal. Und da müssen wir ein GTR schlagen, oder wie? Ah, ne, wir dürfen sogar ein GTR fahren. Aber ne, da fahren wir natürlich auf jeden Fall. Ne, wir dürfen auch die S-Klasse fahren. Da fahren wir auf jeden Fall die S-Klasse. Hallo, wenn wir gerade heute so AMG-Special machen, dann werden sich auch die AMG-Freunde freuen. Die AMG-Freunde. Oh. So, wir müssen Top-2-Platzierung erreichen, Ergebnis von 3200, ein Drift-Ergebnis müssen wir auch noch machen, oh Gott, ist ja hier Duel, weiß ich was, die Strecke ist so ein bisschen nass und wir müssen sonst noch was erreichen, also wir müssen auch noch driften, dürfen wir auch nicht vergessen. In der 2-Tonnen-Plus-Klasse müssen wir mal gucken, wo wir das denn machen müssen. Ich glaube, insgesamt müssen wir dieses Drift-Ergebnis schaffen. Boah. Mal gucken wir mal, ob wir hier ein paar coole Kurven haben. Ich meine, wir haben. Das zählt jetzt nicht als Drift. Ach, come on. Das habe ich extra die Karre so verguckt gemacht. Das sagt echt hier, das gilt hier nicht als Drift. Will der mich verarschen? Doch, oder? Achso, jetzt habe ich es geschafft. Genau, okay. Jetzt noch eine Top-2-Platzierung erreichen. Ist alles gut, jetzt müssen wir aber Gas geben, weil wir sind nur 9 da. Oh Gott, hier richtig abbremsen. Jetzt haben wir einen Platz verloren. So, ja, es ist auf jeden Fall nicht so actionreich, wenn das Kamerawackeln weg ist, aber es ist tatsächlich deutlich angenehmer zu fahren. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Ah, hier gibt es ein Driftduell mit Viper. Mache ich jetzt aber nicht, weil wir haben die Driftpunkte schon. Ich will es lieber schnell fahren, nicht quer fahren. Es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer zu fahren, wenn es echt nicht so wackelt. Also danke für den Tipp auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt auch auf YouTube nicht ganz so zum Kotzen rüber. Ich glaube, da wird einem nämlich manchmal echt schlecht. Boah, da steht er im Weg. Das kostet jetzt natürlich viel Schwung. Ja, Top-2-Platzierung soll mal reichen. Da muss ich noch ein bisschen sputen, dass ich das hinkriege. Ja, ein bisschen durchdrücken. Wurde mir ja auch mal gesagt, ich soll mich ein bisschen durchdrücken. Dann mache ich das doch auch. Ja, wenn wir schon eine fette S-Klasse haben, ja. Da können wir auch sagen, hier, guck mal, mach mal Platz. So, den da vorne mit den blauen müssen wir noch kriegen. Die S-Klasse vor uns, der blaue sieht irgendwie voll klein aus, ich weiß auch nicht. Ich dachte erst so, hä, ist das überhaupt eine S-Klasse? Aber ja, es ist eine. Aber wenn es mal knallt da aus dem Auspuff, klingt das schon böse, ne? Richtig übel.
Komm, mach Platz hier. Wir müssen auch noch eine Rundenzeit schaffen, sehe ich gerade. Gucken wir mal, ob wir Platz 1 auch noch kriegen. Kriegen wir gerade bonusfehlerfreier Abschnitt und dann fahre ich instant danach schon in die nächstbeste Mauer. Boah, nein, nicht eindrehen. Boah. Hat nicht so geklappt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier... Mache ich mich einfach fett. Aber der hat trotzdem jetzt mehr Schwung. Oh Gott, die Kurve. Ja, ist gut jetzt. Ruhig dich. Gib Platz 2 nicht her. So, Rundenzeit haben wir auch geschafft. Das dürfen wir nur nicht diese Platzierung hier verlieren. Sondern gucken, dass wir vielleicht nochmal da nach vorne auf Platz 1 kommen. Aber der fährt ja gerade vorne eine richtig gute Speed. Oh, gucken wir mal. Nee. Ich mache mich auf jeden Fall fett. Sicher, da lasse ich jetzt keinen an mehr vorbei. Aber wie viel wichtiger ist, einfach keinen Fehler machen, dann passiert da auch nichts. Und, achso, ja, es wurde mal gesagt, ich soll mehr in der Cockpit-Sicht fahren. Erinnere ich mich gerade, deswegen machen wir das jetzt auch mal schnell. Fahren wir mal wieder ein bisschen in der Cockpit-Sicht. Ich glaube, Platz 1 kommen wir nicht mehr ran. Er ist schon auf und davon. Aber solange wir Zweiter bleiben, ist es mir ja auch egal. Mehr müssen wir auch nicht erreichen. Boah, da rutscht mal ein bisschen zu weit raus. So, jetzt die Kurve da vorne gut mitnehmen, dann passt es. Wunderbar. Jo, Platz 2 haben wir geschafft, würde ich sagen. Driftergebnis haben wir auch geschafft. Somit dürfen wir alle 3 Sternchen bekommen. Hoffe ich doch mal, dass wir die kriegen. So, nur Zweiter, der Nissan gewinnt da vorne. Na gut, Nissan ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Ist halt eh unfair, ne? Nissan Nismo gegen so eine S-Klasse. Also, dass der Nismo im Normalfall besser ist auf der Strecke, müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Aber gut. Ich sag mal nichts dagegen. Zweiter Platz reicht ja. Nehmen wir mit. So. Eine Flake-Lackierung haben wir freigeschaltet. Ja, wunderbar. So, und dann speichern wir mal das Ganze ab. Und Wiederholung gespeichert. Wunderbar. Und dann machen wir direkt weiter. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Also machen wir dann gleich mal das nächste. Was haben wir denn hier? Wir haben ja sogar eine richtige Championship. Driving Championship AMG. Da würde ich doch mal sagen, dann machen wir das doch mal. Und da müssen wir Performance-Klasse 2 Rennen fahren. Da würde ich sagen, ja, dann machen wir das direkt. Und da haben wir die Auswahl zwischen dem AMG GTS, dem AMG S65 Coupé, dem AMG C63 AMG Coupé Black Series und dem Mercedes-Benz SL65 AMG 45th Anniversary Edition. So, jetzt aber. Ja, ich nehme mal den C63 AMG Coupé Black Series, weil ich weiß, einer da draußen hat sich das nämlich mal gewünscht, dass ich den fahre hier in Drive Club und deswegen... Und jetzt erinnere ich mich noch gerade dran, jetzt ist noch mein Gedächtnis noch da, deswegen dann erledige ich das doch schnell. Und den will ich in einem Schwarz haben, ja, das glaube ich, das ist Schwarz. Und weil wenn schon Black Series, dann will ich den auch Schwarz haben, ja. Und nein, ich bin kein Rassist, so. Ja, eine Top-3-Platzierung, eine Kurvenfaden-Duell von 1400 Punkten müssen wir schaffen beim ersten Rennen. Ja, dann gucken wir doch mal, dass wir das auch schaffen. Ja. Bei diesem Rennen. In dem idyllischen Berglandschaften hier. Ich meine, da ist halt schon fies hier mit dem... Uah. Da merkt man, dass da richtig Power da ist. Und der röhrt auch schön. Ich meine, es ist jetzt schon hier gegen den AMG GTS. Ist natürlich schon eine gute Aufgabe, weil das halt eigentlich ein Sportwagen ist. Aber gut, der C63 AMG Black Series ist jetzt auch gerade nicht mit wenig Power bestückt, ja.
So viel ist schon mal klar. So, enge Kurve hier. Top 3 Platzierung müssen wir erreichen. Also da müssen wir noch ein bisschen pushen. So, es fängt auch schon ein bisschen an zu regnen. Boah. Da quietschen die Reifen. So, jetzt sind wir direkt hinten dran. Am AMG. AMG ist gut. Das sind alles AMG. AMG T meine ich. GTS, boah. Ja, und er sagt aber nochmal, hallo, ich bin auch noch da. Ey, das ist so ein kleiner giftgrüner Sack, ja. Mach jetzt mal Platz, verpiss dich. So, schießen wir ihn alle ein bisschen ab. Soll's. So. Da ist die Touraufgabe. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da drauf fahren. Ja, toll, das ist der uns im Weg. Das ist natürlich super. Aber wir haben es geschafft. Gut ist, wir fahren noch 2 Runden. Jetzt mal auf die nächste Runde aufsparen können, was soll's. Jetzt ist es erledigt. Jetzt müssen wir aber noch richtig pushen, weil wir sind aktuell nur 8er. Da müssen wir nochmal richtig einen zulegen. Und die ersten 3 fahren da, die ersten 4 sogar, fahren da richtig schon weg. Oh, fuck. Da hat es ins Auto gerade richtig versetzt. So, Kurve macht hier, ist ein bisschen enger hier. Ja, also das Tempo kann ich gerade nicht wirklich mitgehen, muss ich sagen. Denke auch mal, dass wir mit den anderen Fahrzeugen ein bisschen schneller wären. Ich meine, der Black Series ist ja wirklich nicht schlecht, aber denk mal, mit dem GT wären wir ein bisschen besser unterwegs gewesen, weil das halt doch ein Sportwagen ist. Nö, keine Chance. Gar keine Chance, muss ich sagen. Hier irgendwie mitzuhalten. Gleich mal gucken, was die da vorne für Fahrzeuge gefahren sind. Jetzt pass auf, jetzt sind die CE63 AMG Black Series gefahren, da ganz vorne. Boah, jetzt wird's... Ja, geil. Okay. Das war's dann. Da hat es auch nochmal gerade richtig versetzt. Das war gerade ein Riesensatz mit X. Na, da wären wir Letzter. Richtig geil. Das war ja mal gar nichts, ja. Das war ja mal überhaupt nichts. Ja, da... Nee, SL65 anscheinend. Aber auch die C63 sind vorne mitgefahren, also... Hm. Vielleicht bin ich einfach nur scheiße gefahren. Aber wir starten das nochmal neu. Ich will das jetzt nochmal probieren, weil im letzten Platz... können wir ja vergessen, würde ich sagen. Haben wir das nochmal vielleicht in der Außensicht. Vielleicht in der Außensicht haben wir halt einfach das, den Vorteil, ein bisschen mehr Übersicht zu haben. Dadurch kann ich die Kurven dann noch ein bisschen besser mitnehmen. Aber bei diesen doch sehr hügeligen und kurvigen Strecken ist das manchmal gar nicht so verkehrt. Ja, oder werde ich mal voll innen reingedrückt. So, gucken wir mal. Ob wir das besser jetzt hinkriegen. 6. Platz aktuell. Top 3 müssen wir werden. Also müssen ja nicht Erster werden, aber... 3. Platz wäre ja nicht schlecht. So, ich bremse mich mal da innen rein. Ja, also es ist halt... Also ich muss sagen, es ist angenehmer, in der Cockpit sich zu fahren. Aber von der Übersicht her ist man in der Aussicht einfach besser unterwegs und dementsprechend kann ich da auch schneller fahren. Aber ich werde natürlich trotzdem
versuchen immer so beide Sichten zu zeigen. So, jetzt vorne haben wir jetzt auf jeden Fall einmal ein AMG GT und das andere, weiß ich nicht, erkenne ich gerade nicht. Ist, glaube ich, auch ein AMG. Aber seht, es läuft schon auf jeden Fall besser. Gut, okay, ich kenne jetzt die Strecke auch ein bisschen vom Verlauf. Boah, da heben wir gerade richtig ab. Sind wir richtig abgehoben hier. Ich glaube, das ist ein SL, der SL 65. Die 45. Anniversary Edition. Gut, der hat halt auf jeden Fall gut Bums. Aber gut, Bums haben die alle. So ist es nicht. So, ich darf noch, muss nur aufpassen, dass ich mich nicht nochmal eindrehe oder sowas, weil jetzt die Fahrbahn wird jetzt natürlich jetzt noch nass und rutschig. Aber aktuell Platz 2 ist schon mal gut. Können wir so stehen lassen. Boah, quetsche ich mich mal da vorbei. Komm, komm, komm. Whoa, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Zieh, 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 zieh. Das war ein ganz dummes Manöver. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Du kommst nicht vorbei. Du kannst hier nicht vorbei. Ganz nach Gandalfs Manier. Ah, nicht eindrehen. So, erster werden wir jetzt nicht mehr. Nein, nicht eindrehen. Bleib schön hier gerade und stabil. Da vorne ist das Ziel. Jo, zweiter Platz. Wunderbar. Mann, da muss man sich richtig konzentrieren. Richtig anstrengend. Das Ganze. Aber wir haben es auch geschafft. Auf Platz 2. Wunderbar. Sieht schon mal besser aus. So. Weiter geht's. Wiederholung speichern. So, von der Zeit sind wir drüber. Deswegen würde ich sagen, ja, machen wir hier auch den Cut. Und beenden die ganze Folge. Wir werden vielleicht einfach in der nächsten Folge da weitermachen, wo wir hier aufgehört haben, werden das Ganze hier beenden, werden dann aber auch wieder auf die Haupttour wechseln und dann immer zwischendrin mal diese AMG-Tour machen. Die ist ja ganz cool, sie im Spiel ist, warum auch nicht. Sind ja auch, wie gesagt, ein paar coole Fahrzeuge dabei, da können wir die auch mal hier ab und zu mal fahren, so zwischendurch. Warum nicht? Ja, das war es jetzt auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, du hattest da draußen deinen Spaß. Wenn dem so wäre, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben freuen. Ich bin auf jeden Fall raus, bedanke mich nochmal fürs Einschalten und wir sehen und hören uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Drive Club hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ciao, ciao.